Fit for Business, das Konzept der Volksbank ist für mich ein ganz tolles Konzept, weil auf der einen Seite komme ich in Berührung mit Menschen in dieser Gesellschaft, die was leisten, die draußen sind, die Gas geben, und es passt zu mir. Ich gebe einfach mein Flugzeug Gas und repräsentiere so irgendwo auch den Spirit und den Geist, sage ich mal, einer Bank, die einfach nach vorne strebt, die jetzt Gas gibt und einfach auch nach außen zeigen will, wir sind da, wir geben Gas. Ja, Fit for Business hat sich 2005 entwickelt als eine Initiative der Volksbankgruppe für Klein- und Mittelbetriebe. Und seit 2005 sind es über 6.000 Entscheider, Inhaber von Klein- und Mittelbetrieben, die bis dato diese Form der Aus- und Weiterbildung vollzogen haben. Also wir haben heute ja drei super Workshops gehabt über Kooperation. Da haben wir gelernt, Konkurrenz belebt die Wirtschaft. Aber das stimmt eigentlich gar nicht so, sondern Kooperationen beleben viel mehr. Und die Möglichkeit stellt sich da auch, weil er mit dieser Gruppe von ca. 60 Personen doch interessante Sparten auch vertreten sind, die einen selbst betreffen. Und so kann man auch im Laufe des Abends heute noch und sicherlich auch morgen noch Kontakte knüpfen und gewisse Ergänzungen finden und eventuell in der Zukunft dann eine Kooperation zu schließen, die für beide dann fruchtbar sein könnte. Das ist heute sicherlich sehr bewusst worden, dass Konkurrenz eigentlich gar nicht existiert, sondern dass alles eine Zusammenarbeit ist oder vor allem sein soll. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht oder versuche immer auch mit Firmen, die was, ich sage Mitbewerber sind, zusammenzuarbeiten und nicht als Konkurrenz zu sehen oder als Konkurrenz zu behandeln. Sensationell, wirklich ein beeindruckendes Gefühl. Allein wo die Jungs bremsen, ja, wo du glaubst eigentlich die Straße hört auf, beginnt eigentlich erst der Bremsvorgang, Wahnsinn, ja, obwohl da Geschwindigkeiten nur unter Anführungszeichen um die 200 sind. Wenn man denkt, die Formel 1 fährt 100 km/h, 300 km/h, sensationell, Wahnsinn. Man nimmt erstens einmal mit Respekt. Man muss Respekt zeigen, allein vor dem Auto, auch Respekt vor der Leistung des Rennfahrers, der das Lenkrad in der Hand hat. Und das ist, glaube ich, für eine Kooperation auch wichtig, Respekt zu haben, auch vor dem Gegenüber. Wie in der Formel 1 zählt auch im Bankgeschäft Präzision, Perfektion, Geschwindigkeit. Was aber auch wichtig ist, im Bankgeschäft alleine schaffen wir gar nichts, nur das Team zählt. Als Aeroace-Pilot zum Beispiel versuche ich mehr mit den Teams, mit den Konkurrenzteams zu kooperieren,
Das pusht uns alle, das pusht vor allem meine Motivation, besser zu sein wie die anderen. Ja, für mich war das ein ganz toller Ausklang hier beim Fit for Business in Spielberg am Ring. Das war meine letzte Ehrschau übrigens und jetzt geht es in die Vorbereitungen für 2014 fürs Red Bull Ares. Aber ganz besonders natürlich freue ich mich, euch alle wieder hoffentlich beim nächsten Fit for Business im Oktober hier am Ring wiederzusehen. Tolles Programm der Volksbank, ich freue mich schon drauf.